Am Anfang steht eine breite Diskussion der Tarifforderungen zwischen den IG Metall-Mitgliedern in den Betrieben. Dann bildet sich die Tarifkommission und wir einigen uns auf die zentralen Forderungen. Anschließend verhandelt die Tarifkommission mit dem Arbeitgeberverband und setzt sich ein für unsere Interessen. Unsere zentrale Forderung ist und bleibt die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden nach der Ausbildung. Die Tarifverhandlungen begleiten wir mit starken und kreativen Aktionen in den Betrieben und auf der Straße. Wenn die Arbeitgeberseite nicht auf unsere Forderungen eingeht, machen wir Druck und gehen in den Tarifkonflikt. Wenn weitere Verhandlungen scheitern, entscheidet die Tarifkommission und der IG Metall-Vorstand gemeinsam, ob in den Betrieben eine Urabstimmung durchgeführt wird. Wenn in der Urabstimmung mindestens 75% der IG Metall-Mitglieder für Streik stimmen, dann streiken wir. Gemeinsam mit allen Auszubildenden in allen Betrieben. Gemeinsam für unser Ziel, Sicherheit und Perspektiven für die junge Generation. Laut und stark für unbefristete Übernahme. In der Tarifrunde 2012 mit der IG Metall.